Ab dem 20. Februar 2024 lädt die Bewegungsrevolution alle Bruckerinnen und Brucker ab 55 Jahren ein, die Stadt auf eine neue Art und Weise zu entdecken. Ziel des Projektes ist es, die Gesundheit der Teilnehmer durch aktives Treppensteigen zu fördern, die Trittsicherheit zu verbessern und gleichzeitig die verborgenen Plätze und Gassen der Stadt kennenzulernen. Bewegungsrevolution und das mit dem Stiegensteigen, das ist Ihnen in der Nacht einmal untergekommen, haben Sie gesagt. Weil ich eigentlich immer in Bewegung bin, auch immer kurz vorm Einschlafen, ja, ist mir das im Rahmen der Bewegungsrevolution, ich auch Bewegungsrevoluzerin bin. Und da haben wir gedacht, das wäre was für Bruck, es gibt so viele Stiegen, machen wir was mit Stiegensteigen. Ja. Und was ist da geplant alles in Bruck? Das Projekt 55. Plus möchten wir ansprechen, die Zielgruppe. Es sind gedacht, verschiedene Stiegen in Bruck zu begehen, zu trainieren auf den Stiegen, dann auch Plätze kennenzulernen mit historischem Hintergrund und die körperliche Fitness zu erhöhen, das heißt sicherer und fitter durch Bruck, das Miteinander fördern und einfach auch Spaß haben beim Stufensteigen. Die Angst auch zu verlieren, eine Treppe zu benutzen und das Bewusstsein zu schaffen, ich nehme eine Treppe statt Lift. Auf die Treppe, fertig, los. Stufe für Stufe, fitter und sicherer durch die Stadt im Rahmen der Bewegungsrevolution auf der Murstiege. Bereits beim ersten Treffen nahmen 17 Teilnehmer teil, um verschiedene Treppen der Stadt zu besteigen und kennenzulernen. Uns ist ja wichtig, dass sich viele Gemeinden der Steiermark in die Richtung beteiligen. Ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig Bewegen für die Gesundheit ist. Wir machen es alle viel zu wenig. Und jetzt mit dieser Bewegungsrevolution haben wir eine tolle Möglichkeit, auch Gemeindebürgerinnen und Bürger mitzunehmen auf diese Bewegungsreise. Und jeder hat die Möglichkeit, da Mitmachprojekte einzureichen. Die Regina Pasischnik hat eben eines dieser tollen Mitmachprojekte eingereicht, Stiegensteigen in Verbindung mit Sightseeing in einer Gemeinde. Ich glaube, viele Bürger kennen oft die tollen Plätze in einer Gemeinde eh nicht so gesehen. Ist das eine tolle Kombination, Soziales mit Bewegung und Kultur zu verbinden? Und ja, Gratulation an die Regina Pasischnik, dass sie sich da wieder mal ganz, ganz weit rausgelehnt hat und ein tolles Projekt kreiert hat. Unter der Anleitung von erfahrenen Übungsleiterinnen erkunden die Teilnehmer die verschiedenen Treppen der Stadt, erfahren Wissenswertes über Kultur und Geschichte und genießen die Bewegung in der Gruppe. Neben der Erkundung der Stadt und der Nutzung ihrer Wege und Plätze werden auch die Trittsicherheit, die Koordination, das Gleichgewicht und die Aufmerksamkeit in den Übungen gefördert, während Verbesserungsmaßnahmen der Infrastruktur an das Rathaus gemeldet werden, um die Stadt für ältere Bewohnerinnen und Bewohner sicherer zu gestalten. Das ist ein Projekt vom Land Steiermark, das eben die Bewegung im Alltag fördern soll und dazu motivieren soll. Und in Bruck an der Mur haben wir Gott sei Dank engagierte Bürgerinnen, die gleich gesagt haben, da wollen wir mitmachen. Die Regine Pasischnik und die Eva Scheria. Und die haben das eigentlich initiiert, gemeinsam mit der Stadt Bruck, dass es das hier gibt. Die Teilnahme an der Bewegungsrevolution ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen erhalten Sie bei Eva Scheriau und Regina Pasischnik.